Von den insgesamt 12 Vorständen sind 5 zurückgetreten, unter anderem auch Dr. Rainer Füllmich. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal Die Welt klar sehen. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich vor einiger Zeit, das war am 26.09., ja zu dem Thema Die Basis ein Video gemacht hatte, Fischer fliegt, Füllmich siegt. Dort hatten ja 5 Vorstände aus dem 12-köpfigen Bundesvorstand sich dafür ausgesprochen, dass Viviane Fischer ihr Amt ruhen lassen möchte. So, und ja, sich quasi eben auf die Seite von Dr. Rainer Füllmich geschlagen. Ich hatte das interpretiert, können Sie da gerne nochmal nachschauen. Mittlerweile, also wir sind jetzt knapp so 6 Wochen danach, hat es ja einige Turbulenzen gegeben. Ich hatte zeitweilig auch davon berichtet, dass eben auf der Mitgliederbasis doch auch ein Bedarf bestand, die Vorstandsfragen zu klären. Ja, und mittlerweile ist es denn so weit gekommen. Das heißt, vor ein paar Tagen, noch gar nicht so lange her, da hat der Bundesvorstand wohl wieder getagt und da ging es wohl auch um die Positionen von Dr. Rainer Füllmich und Viviane Fischer, so um wie mir zugetragen wurde von einem Vögelchen, ja, immer fragen Leute, woher wissen Sie, was bei der Basis los ist? Liebe Leute, bitte mal selber logisch nachdenken. Wenn ich es nicht weiß, weil ich nicht Parteimitglied bin, muss es mir jemand sagen. Ne? So, und natürlich verrate ich meine Quellen nicht. Also bitte diese Fragen einfach nicht mehr stellen. Die sind einfach zu dumm und gehören nicht in einen Kanal, wo man sagt, klar denken, klar sehen, clever denken. Wer clever denkt, stellt solche Fragen einfach nicht. Gut, aber davon mal abgesehen, ja, es hat sich was getan. So, und zwar hat sich Folgendes getan, dass von den insgesamt 12 Vorständen sind 5 zurückgetreten, unter anderem auch Dr. Rainer Füllmich. So, ich will jetzt nicht auf die Namen im Detail eingehen, das werden Sie dann selber überprüfen können, wenn Sie die öffentlichen Verlautbarungen bekommen, und die meisten auf meinem Kanal sind ja eh keine die Basisparteimitglieder, das heißt, ihnen helfen die Namen eh nicht weiter, weil sie gar nicht wissen, welche Personen gemeint sind. Also wichtig für sie ist einfach nur zu merken, ja, Dr. Rainer Füllmich ist freiwillig oder wurde freiwillig zurückgetreten. Wie ich aus mehreren Quellen erfahren habe, hat er seine innerparteilichen Feinde noch ausdrücklich als Parasiten deklassiert und beschimpft, wie sich das für einen würdigen Rücktritt auch gehört. Da sehen wir wieder, welche gute Manieren dieser Mann hat, der weiß, wie man sich gut in Szene setzen kann. Ja, das heißt, was ist denn nun das Ergebnis? Was ist übrigens mit Viviane Fischer in dem Zusammenhang? Ja, und das Video, was ich ja heute mache, heißt ja Fischer bleibt, Füllmich geht. Also ob man es glaubt oder nicht. Viviane Fischer, die vor 6 Wochen quasi ausgebotet worden ist, ist jetzt die einzige Bundesvorsitzende. Das heißt, sie ist jetzt die einzige Doppelspitze oder Einfrauenspitze. So, und das hat mich natürlich schon auch ein bisschen gewundert. Wie kann es sein, wo ihr doch vorgeworfen wurde, dass sie überhaupt gar nichts tut, ja, in der Zeit, wo sie da war, und wo sie doch der Partei auch keinen Gefallen getan hat mit ihren mehrfachen Videoaussagen, wo sie rumgejammert hat, anstatt mal als Rechtsanwältin den Dr. Rainer Füllmich zu verklagen, wie sich das gehören würde für einen Rechtsanwalt. Nein, der hat ja die 700.000 Euro nicht zurückbezahlt, aber ich habe ja meine 100.000 zurückbezahlt. Also diese Schlafzimmer-Arie ist ja immer noch nicht vorbei. Und mich wunderte also, dass ja, der Bundesvorstand die Frau Viviane Fischer nicht zum Rücktritt bewegt hat. So, und wie ich so durch Informationen, die mir zugefallen sind, spekuliere, hängt es wohl eben mit dem Rechenschaftsbericht zusammen. Das heißt, da gibt es eben noch einen Rechenschaftsbericht, wahrscheinlich für das Jahr 2021 oder vielleicht auch für zwischendurch, ja, weil die wollen ja demnächst mal noch einen neuen Bundes
Parteitag machen. So, und offensichtlich waren nur die beiden Bundesvorstände, die in der Doppelspitze waren, mit dem Thema befasst. Das heißt, damit die Partei nicht handlungsunfähig wird, deswegen lässt man quasi jetzt die Viviane Fischer wohl da noch gewähren bis demnächst. Ja, das heißt, sie bleibt aber nicht auf ewig. So, sie hat ja neulich erst selber ein Statement abgegeben vor 2 Tagen nach dem Motto, sie hängt nicht an ihrem Amt und sie ist ja damit einverstanden, egal wie die Wahl ist, aber sie möchte eben die Sachen klären. Gut, dieses Argument war wohl für die anderen Bundesvorstände schlagend, was mich persönlich wundert. Ja, denn es kann doch nicht sein, dass 12 Leute im Vorstand sind. Da sind unter anderem 2 Leute, die Rechnungswarte sind oder Kassenwarte. Und nur die beiden Doppelspitzen, nur die wissen, wie es im Rechenschaftsbericht geht. Also da scheint mir doch noch ein bisschen Optimierungsbedarf in der internen Bundesvorstandsorganisation zu sein. Ja, also wozu 12 Leute, wenn nur 2 Leute wissen, was da los ist. Ja, also das, ich mag sein, dass ich das falsch interpretiere. Aber das führt bei mir zu einem gewissen Fragezeichen im Kopf. Ja, und wie geht das denn nun weiter? Ja, wenn ich also hier mal meine Notizen mir anschaue, dann ist es wohl so, dass es eben jetzt die Vorbereitung eines Bundesparteitages gibt mit Neuwahlen. Und das bedeutet, wann soll das sein? Vermutlich wird das wohl im März der Fall sein. Das heißt, noch einige Monate wird sich das hinziehen. Aber ich möchte sagen, ich glaube, dass die Partei, die Basis, klug gewesen ist, eben in ihrem Bundesvorstand für Reinheit zu sorgen. Ja, und dass eben so strittige Personen wie Dr. Rainer Füllmich freiwillig zurückgetreten sind und ein paar andere auch noch. Damit können sie dann eigentlich jetzt schon quasi mit einem Neuanfang beginnen beziehungsweise diesen vorbereiten. Erinnern Sie sich, dass ich ja schon 1-2 Mal gesagt hatte, na, unabhängig davon, wer der Rainer Füllmich sonst so ist, er hat aber eine, ja, ich sag mal, eine polarisierende Außenwirkung, und ob das für eine Partei, die Newcomer ist, wirklich so empfehlenswert, na, 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 na. So, also insofern, dieses Problemfeld, diese Image-Gefahr durch den Rainer Füllmich, dass er vielleicht mal Volksverhetzer wird, hat ja so ein Strafverfahren gerade laufen. Ja? Das alles ist doch für eine junge Partei überhaupt nicht förderlich. Ne? So, und wenn sie dann auch noch die Viviane Fischer loswerden, ja, spätestens bei der nächsten Bundesvorstandswahl, dann können sie wirklich von neuem anfangen. Wobei mit dem Rechenschaftsbericht, wenn Viviane Fischer diesen Rechenschaftsbericht genauso ordentlich überprüft, wie sie im Corona-Ausschuss die dortigen Jahresabschlüsse nicht überprüft hat, von denen nicht wusste, dann sage ich mal, oh, 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 gute Nacht, Marie. Ja? Also wie auch immer. Ja, vielleicht noch ein Goodie nebenbei. Sie erinnern sich vielleicht, dass das ganze Theater mit Fischer und Füllmich eigentlich damit anfing, dass sie am letzten Dezember, also quasi fast vor einem Jahr, eben in einer mehr oder minder, so schien es mir als Außenstehenden, Nacht- und Nebelaktion, ja, sich an den Vorstand quasi geputscht haben. Das war jedenfalls die Meinung, die mir einige Basismitglieder erklärt haben, nach dem Motto, das war eine illegale Machtübernahme. So, und da scheint es wohl im inneren Kreis, also sprich, da gibt es wohl Klagen, Anfechtungsklagen gegen diese Vorstandswahl. So, und da soll wohl in 4 Wochen auch ein Gerichtstermin stattfinden, vielleicht sogar ein Urteil, keine Ahnung. Das heißt, es könnte sogar die Aussicht bestehen, dass diese Wahl im Nachhinein für unwirksam erklärt wird oder eben auch bestätigt. Ja, wie auch immer, wenn es soweit kommen sollte und mir da irgendwas zugetragen wird, werde ich Sie informieren, vorausgesetzt, es hat auch irgendeine Relevanz. Ja, soweit für heute, und ich sage, auch wenn ich kein Parteimitglied, die Partei, die Basis,
gut gemacht. Schön, dass Sie als junge Partei dazu in der Lage sind, Vorstandsprobleme, wenn auch nicht schnell, aber doch bei Zeiten zu bereinigen. Ja, das können andere Parteien nicht so gut. Und da werden solche, ich sag mal, fraglichen Figuren über Jahre, manchmal Jahrzehnte mitgeschleppt. Also ich drücke Ihnen alle Daumen, ja, dass Sie Ihre Parteiführung bereinigen und dass Sie es schaffen, dann im März neue, besser qualifizierte und vertrauenswürdigere Menschen in den Vorstand zu wählen, die Ihre Parteiinteressen nach außen glaubwürdiger vertreten können. Und allen anderen sage ich, dran denken, die Welt klar sehen und unten abonnieren. Dankeschön. Klar sehen, clever denken, frei handeln.